Was geht ab? Nächster Part. So, ich bin dran. Ich hoffe, ich weiß, wie das funktioniert. Ich sag wieder mit der Ziege. Ah. Ein Stehfliege für Spanier zu sein. Spanierin. Wir begrüßen unsere spanischen Gäste. Oh. Magst du nicht mal wohl zu schwimmen, hä? Ja, Gisela und ich schwimmen gerne. Ich glaube, Gisela geht gar nicht. Ich glaube, die ist abgetaucht. Ja, du hast auch mal Zügel wahrscheinlich gedrückt. Nein, nein. Hey, die hat nicht bemerkt. Bitte nicht, bitte nicht! Schon zu spät. Ah ja. Du könntest vielleicht irgendwo verstecken, hä? Wie mache ich jetzt was? Das ist für Fahrrad, hat er gedacht. Ich komm nicht drauf. Hast recht, ich komme nicht drauf. Kannst du eigentlich Fahrrad mit dir fahren? Ich glaube nicht, nee, nee. Wir haben es zu eins. So, komm mal mit! Gisela und ich. Wir verstehen uns so gut! Keiner kann uns trennen! Oh nein, du hast uns zum Heulen gebracht! Denn das Vergnügungspark tut uns gut! Die Leute schreien, weil sie uns lieben. Warte mal, warte, geht denn da gerade Sit-Ups? Oh. Egal. Die lieben uns so sehr. Die schreien. Und sie freuen sich. Jetzt ist die Frage, kommst du jetzt? Denn die Hüpfburg mag uns so gern. Versuch mal mit der Hüpfburg auf die Achterbahn zu kommen. Also über welche? Die Achso, da. Okay. Gisela und ich. Wir wollen einen Stunt versuchen und fliegen ständig raus. Denn da gibt uns einen Applaus. Oh. Gisela schreit. Oh. Und ich lach. So. Die hing da schon fest, ne? Spaß macht's. Gisela. Autsch. Alter, sie schwor. Oh Gott. Da macht jemand die Bank. Die hat sich nur verliebt in der Bank. Warum schreien die alle so? Das sind ein paar zu viele Menschen, die du hier hast. Und die sind definitiv verbuggt. Okay. Was war das? Das, du hast mehr gedrückt. Da musst du jetzt ran, glauben, Kollege. Hast du wirklich... Was? Und wir haben so viel Spaß. Wir hüpfen so gern rum. Denn das ist ein Übungspark. Das macht doch jeden sehr viel Spaß. Wir brauchen keine Achterbahn. Denn das sind wir doch schon so. Ob du reinkommst? So. Oh Gott. So. Oh Gott. Denn wir haben so viel Spaß. Und wir sind die besten Freunde der Welt! Wenn du jetzt einfach stehen bleiben würdest, auf der Diener da, bis yeah. Die Achterbahn irgendwann mal kommen würde. Was? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott! Oh. Egal, der hat's überlebt. Noch eine neue Runde. Meinst du, die Yacht? Kannst du nicht stehen bleiben? Kannst du nicht stehen bleiben? Was die Reling da dazu da ist, dass man da stehen bleiben kann? Wir haben so viel Spaß. Du und ich. Wir sind die besten Freunde. Autsch. Ah, 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 ah. Die man so findet. Aber Gott, ey, wir müssen ein bisschen was an der Soundfall machen, ganz ehrlich. Das Einzige, was man hier noch hört, ist, ah. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Hey, guck mal, dein bester Freund wieder. Oh. Hast ist er gerade wirklich auf der Stelle gelaufen? Ich dachte gerade auch.
Ich glaube, er hat am meisten Lust. Komm, wir beide fahren jetzt. Oh Gott. Müssen doch irgendwie reinkommen hier. Habt keine Angst. Hier bin ich. Komm ich hier drauf? Hier war ich auch mit Fall. Könnt ihr kurz anhalten? Hallo. Ach, Digga. Oh Gott. Aber wir müssen irgendwie. Hey, er ist schon alleine mit. Oh. Keine Angst. Ich nehme dich mit. Komm ich da rein? Das geht überhaupt nicht. Okay, schade. Alle Musik schon alleine. Komm mit. Hast du gerade wirklich als Luftballon benutzt? Ja, das ist doch mein Luftballon. Komm mit. Setz dich. Bleib schön da. Ich lande heute nicht mehr. Der ist einfach runtergesprungen. Kann ich? Könnte ich das? Aber sehr interessant, ne? Wie das Leben einer Ziege ist. Jetzt steht der er hat so. Los. Hey, das ist eine Trophäe. Yes. Ich kann mich belohnen. Also ein paar Probleme mit der Steuerung hat man immer. Ja, aber der kämpft wieder hoch und runter. Da hinten. Wow, was für eine Ziege. Lauf. Ah? Okay, ich bin nur. Ich komme nicht hoch. Warte! Ich bin hier gleich Gesellschaft. Also Leute, wir haben schon noch ein bisschen was mit dem Ziegensimulator definitiv noch vor. Ja. Auf jeden Fall. Und grün schon die Köpfe mit den Dingen, was wir alles noch so machen können. Irgendwelche Ziegen so oder so? Ja. Ah, reichlich. Autsch. Komm mit! Dass die Leute immer so rumschreien! Ich hab einen Kumpel für dich. Denn er ist so alleine. Manfreds Abenteuer. Was ist? Gut. Keine Angst! Oh mein Gott, oh mein Gott. Halt dich dran, halt dich dran. Und so schaukelt man heutzutage. Warte. Shit. Das hast du losgelassen. Warte. Nein, hab ich nicht. Warte mal. Ja, warte, ich helfe dir ja. Ach, du bleibst doch. Komm mal mit. Oh, der andere schwimmt doch schon wie. Eine richtige Poolparty, die du da hast. Hier, ich hab dir ein Spielkameraden mitgebracht. Muss auch wieder drauf. Dankeschön. Ah, okay, es funktioniert. Er muss irgendwie springen, ne? Ach. Leute, ist es nicht lang für die Show? Jetzt bin ich. Nee. Kannst du eigentlich diese Videospiele spielen? Ja. Die Frage ist, kann ich es mitnehmen? Vielleicht, wenn du dich lange genug hältst? Ja. Oh. Hallo! Was verkauft die da überhaupt? Komm, lass uns spielen, du musst doch nicht ständig nur verkaufen! Oh, ja. Leute, ihr müsst wissen, das ist ein richtig guter Platz hier. Der Jahrmarkt. Man sieht sich Geschichten von Manfred der Ziege erzählen. An diesem Ort. Es war einmal eine Ziege. Sie hieß Manfred. Manfred wollte nur eins. Spaß. Um das zu kriegen.
hat er alle auf seinem Bauch. Und legte sich dazu. So viele Freunde hatte Manfred, die mit ihm spielen wollten. Manfred war eine ziemlich beliebte Ziege. Ja. Er hatte Spaß, guckt ihn an. Aber Manfred wollte mehr Spaß. Okay. Die Leute feierten ihn und schmeißten sich sogar weg. Ist er gerade wirklich in der Luft gesessen? Ja. Doch Manfred wollte eins. Noch mehr Spaß! Achterbahn! Okay. Ist schon richtig schnell damit, ne? Guck mal, schon schreit sie nicht mehr. Einmal kurz ertrinken lassen. Und schon ist es wieder ruhig. Eine Frage, wenn ich jetzt die Hubschrauber anlecke, was würdest du dann machen? Soll ich denn fliegen? Naja, ich würde mal sagen, dasselbe wie am Riesenrad. Wird wahrscheinlich einfach länger werden. So. Der Spaß hat noch kein Ende. Oh mein Gott, er ist wieder da! Das hängt wieder an! Dave ist hier! Und Dave! Das war wunderschön. Rechts, rechts! Geradeaus! Links! War da! Ja, er läuft gerade gegen der Wand! Dave! 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 Ich hab dich so vermisst, Dave! Geh weg! Dave! Dave, wir müssen es erstmal feiern. Dave und ich. Wir haben uns zusammen gefunden. So. Dave! Mein bester Freund! Für die Ewigkeit! Dave und okay. Stimmt, Dave, wir sollten uns auch mal ein bisschen wieder konzentrieren. Dave möchte hier hin mit mir. Oh Gott. Ich merke schon, das ist die Jahrmarkt-Episode. Dave und ich, wir haben so viel Spaß. Doing, doing. Yay, hey, hey. Yay, Dave. Alter, das war meine Fahrt, ne? Dave. Dave möchte weitermachen. Dave, warte! Wir warten auf dich. Er sagte gerade Best Friends Ever! Dave! Ich will auch nochmal! Du hast Swiss angeleckt. Yay, so hat man Spaß! Dave, du hast recht! Es macht so viel Spaß! Dave! Beste Freund. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hallo! Dave! Ja. Komm, Dave! Sag ich so, das macht Spaß! Dave! Stimmt, Dave, wir sollten eine eigene Fahrt machen. Wir sollten selber sowas machen. Dave, ich zeig dir, wie das geht, okay? Was? Marcys Abenteuer mit Dave beginnt erst gerade. Dave und ich, wir haben so viel Spaß. Dave! Beide gingen zusammen baden. Machten Wettschwimmen. Alter. Kunstschwimme? Ich will was probieren. Okay, ich kann mal zum Abschluss was probieren. Aber ganz ehrlich, Dave hat echt gestunken. Oh der, ja. Der musste echt ins Wasser rein. Dave. Dave. Dave, du kennst das doch schon. Schrei nicht so rum.
Dave und ich. Oh Gott. Wow. In diesem Moment erblickte war sie das Autoscooter. Denkst du? Manfred! Und? Hey, beste Dave. Freunde. Dave. Oh Gott. hast du das gerade gesehen? Was für ein Tanz hat er gerade gemacht? Das ist Breakdance, hä? Und so endet Dave und Manfreds Tag. Ja, ich glaube, du hast auch irgendwas gebrochen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn Manfred wieder auf Dave trifft. Bye. Was für eine schöne Geschichte.